Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe. In dem Fall haben wir hier einen BMW 3er E91 mit einem 6-Gang-Getriebe. Und anhand dieses Beispiels werden wir uns mit dem Thema Getriebe befassen. Aber das Video kann auch für jedes andere BMW-Getriebe angewendet werden, 8-Gänge oder halt 5-Gänge. Dieses Fahrzeug hat nur 120.000 gelaufen und wir haben schon ein Problem mit dem Getriebe, so dass eine Getriebespülung oder ein Getriebeölwechsel alleine nicht mehr hilft. In dem Fall muss die Mechatronik zerlegt werden, instand gesetzt werden durch eine metallische Bohrung. Dazu kommen wir etwas später in dem Video. Aber wie kann das sein? Es ist ganz einfach. Jedes Getriebe hat einen anderen Verschleiß. Je nachdem, wo das Fahrzeug fährt, ob Stadt oder Autobahn, in der Stadt wird viel mehr geschaltet, dadurch haben wir mehr Verschleiß. Hat das Fahrzeug eine Anhängkupplung? Ist es ein Leasingrückläufer, was halt entsprechend nicht gut gepflegt wird? Denn der Vorbesitzer weiß, nach 3 Jahren geht das Auto sowieso zurück. Davon sind die ganzen Sachen abhängig. Aber woher weiß ich als Endkunde, was ist die richtige Maßnahme für mein Fahrzeug? Anhand der Adaptionswerte vom Automatikgetriebe kann man den Zustand des Getriebes sehen. Wenn ihr natürlich nach Hamburg kommt, können wir das hier vor Ort uns anschauen. Wenn ihr aber weit weg von uns seid, können wir per Fernwartung euch ein Kabel zuschicken. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen. Wir können bestimmte Komponenten prüfen, Komponenten des Motors wie Injektoren, Partikelfilter und natürlich Komponenten des Getriebes. Und dadurch weiß man, was ist die richtige Maßnahme für das Getriebe. Reicht zum Beispiel eine Getriebespülung aus oder reicht sie nicht aus? In dem Fall hätte sie nicht ausgereicht, obwohl man bei der Laufleistung das nicht vermutet. Aber genauso ist das halt, wenn man ein Fahrzeug kaufen möchte. Ist das auch sinnvoll, das Fahrzeug vorher zu prüfen? Das können wir genauso über diese Fernwartung machen. Das heißt, wir schicken euch das zu, prüfen das Fahrzeug und dann habt ihr schwarz auf weiß sozusagen die ganzen Sachen, die ihr dem Verkäufer auch zeigen könnt. Ich zeige euch erstmal in dem Video, was bei dem Fahrzeug los ist, welche Arten von Maßnahmen es gibt. Unser Ziel bei einem Automatikgetriebe ist, den Getriebeschaden zu vermeiden und auch unnötige Wartungen, die wenig bringen, ebenfalls zu vermeiden. Was heißt überhaupt ein Getriebeschaden und wie kommt das zustande? Wenn wir uns ein Getriebe angucken, ist die Funktion relativ einfach. Wir haben Kupplungslamellen. Diese Kupplungslamellen werden zusammengedrückt. Wir haben mehrere Pakete und dann fährt das Getriebe nach vorne. Wenn diese Kupplungslamellen verschlissen sind, das heißt die Beschichtung ist weg, so wie in dem Fall, haben wir einen Getriebeschaden. Dann fährt das Getriebe nicht nach vorne. So wie zum Beispiel bei einem Schaltgetriebe die Kupplung. Nur hier sind diese Kupplungen, die sind im Getriebe selber. Das heißt, man kann nicht sehen, in welchem Zustand die sind. Hier drin sind sie. Das heißt, man kann das nicht röntgen, wie viel Lamellenbeschichtung ist noch da. Und wenn die halt verschleißen, gehen auch ein paar andere Sachen kaputt. Deswegen ist so ein Getriebeschaden auch relativ teuer. Man muss auch verstehen, ein instand gesetztes Getriebe ist niemals in dem Zustand niemals so gut wie ein neues Getriebe, was ab Werk verbaut war. Und man muss auch unterscheiden zwischen Getriebeinstandsetzung und Instandsetzung der Mechatronik. Das werde ich euch gleich nochmal in dem Video so ein bisschen erklären, wo der Unterschied ist und das nur im Paket, das was bringt. Was heißt oder wodurch kommt überhaupt so ein Getriebeschaden? Ein Getriebeschaden kommt durch Druckverlust. Das heißt, dass das Getriebe zu wenig Druck auf die Lamellenkupplung ausübt und dass die halt nicht haften, sondern aneinander schleifen. Der Prozess, dass das so passiert, kann mehrere Ursachen haben. Was bei dem Getriebe sehr wichtig ist, ist das Öl. Deswegen sollte man halt nur originales Öl verwenden, weil das ist die einzige Komponente, wo das Öl wie eine Art Klebstoff wirkt. Das heißt, wenn zum Beispiel das Öl qualitativ hochwertig und neu ist, haben wir wenig Partikel im Öl und dann haften die Lamellen besser aneinander, als wenn wir schon Öl haben, was qualitativ minderwertig ist, dann schleifen die weiter aneinander. Das ist eine Komponente. Deswegen sollte man zum Beispiel den Ölwechsel oder die Spülung rechtzeitig machen. Aber ein Ölwechsel oder eine Spülung bringt nur dann was, wenn das Getriebe technisch in Ordnung ist. Und das kann man nur anhand der Adaptionswerte sehen. Anhand der Adaptionswerte sehen wir Kupplungsfülldrücke und Schnellfüllzeit. Das heißt, wir sehen, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe ausüben, bis der Gang eingelegt ist und wie lange es dafür braucht. Wenn die Werte zu hoch sind, dann bringt eine Spülung oder ein Ölwechsel überhaupt nichts, weil wir haben bereits ein Druckproblem. Wo kann das Druckproblem sein? Das Druckproblem kann zum Beispiel sein zwischen der Mechatronik, das ist die Mechatronik, sitzt im Getriebe, und zwischen Mechatronik und Getriebe gibt es Gummidichtung. Das heißt, über diese Gummidichtung läuft der gesamte Druck
Aufbau oder die Druckverteilung vom Getriebe. Wenn natürlich diese Gummidichtungen verschlissen sind durch hohe Temperatur, dann haben wir da ein Druckproblem und dann haften die Lamellen nicht mehr aneinander. Aber wie kann das sein? Wir haben sehr viele Fahrzeuge mit wenig Kilometern, 60, 70, 80, 90.000, wo eine Getriebespülung nicht mehr ausreicht, weil die Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und wurden einfach so behandelt. Sie wurden einfach misshandelt. Das Fahrzeug hatte zum Beispiel eine Anhängerkupplung, hat was Schweres gezogen, wurden einfach aggressiv gefahren, weil man wusste, nach 3 Jahren ist das Auto sowieso weg, hatten zum Beispiel eine Leistungssteigerung, eine starke Motorisierung. Deswegen muss man immer vergleichen, nicht nur an der Laufleistung, sondern an dem Zustand. Weil wenn ein Fahrzeug eine Autobahn fährt, immer in einem oder in 2 Gängen, haben wir natürlich weniger Verschleiß, als wenn ein Auto zum Beispiel nur in der Stadt fährt und immer hin und her schaltet. Deswegen zum Beispiel eine mögliche Ursache sind die Dichtungen. Eine weitere Ursache ist zum Beispiel die Dichtplatte in der Mechatronik. Wir haben in der Mechatronik 2 Hälften, die sieht man hier ziemlich gut. Und zwischen den beiden Hälften haben wir eine Dichtplatte. Die Dichtplatte sorgt dafür, dass die einzelnen Bereiche voneinander getrennt sind. Das heißt, dieser Bereich ist von dem Bereich getrennt. Wenn wir zum Beispiel aber hier eine Beschädigung haben, weil diese Beschichtung ist auch aus Gummi, und wenn wir natürlich zu hohe Temperaturen haben, durch zu hohe Last, geht die kaputt. Dadurch läuft sozusagen das Öl, was in einem Bereich bleiben sollte, in einen anderen Bereich, und dadurch haben wir einen Druckverlust und die Lamellen haften nicht mehr so, wie die haften sollen. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel in der Mechatronik selber haben wir hier einen metallischen Verschleiß. Wir werden etwas später euch zeigen, wie man diese Mechatronik instand setzt, metallisch. Das heißt, wir haben hier einen Kolben, der bewegt sich permanent, und wir haben von diesen Kolben sehr, sehr viele in den einzelnen Bereichen. Und dieser Kolben zum Beispiel verschleißt die Kompression zwischen Gehäuse und Kolben. Das werden wir gleich prüfen und auch im Endeffekt reparieren. Warum verschleißt überhaupt das alles? Weil wir haben in der Mechatronik haben wir hier Lamellenabrieb. Wir können so viel spüren, wie wir wollen. Diesen Lamellenabrieb, was wir hier zum Beispiel sehen, der nicht magnetisch ist, den kriegen wir nicht rausgespült. Diese Mechatronik, was wir hier sehen, wurde vor 3 Monaten gespült. Und ihr seht, wir haben überall trotzdem Dreck. Und den kriegt man nicht rausgespült, auch wenn man Tag und Nacht spült. Die einzige Möglichkeit, wie man das sauber bekommt, ist die Mechatronik zerlegen und halt per Hand reinigen. Und dann kriegt man den ganzen Dreck halt raus. Und dieser Dreck hat dafür gesorgt zum Beispiel, oder kann dafür sorgen, dass wir hier zwischen Mechatronik und dem Kolben nicht mehr die richtige Kompression haben. Und der Druckverlust ist genau hier. Das kann man instand setzen. Dazu gibt es eine spezielle Bohrung. Das werde ich euch gleich einmal zeigen, wie sowas funktioniert, damit man den Druckverlust halt hier beseitigt. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel die Ventile. Wir haben hier Filter. Die Filter setzen sich hier zu. Hier an dem, glaube ich, kann man relativ gut sehen, wie viel Dreck zum Beispiel an so einem Filter ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, die beste Vorgehensweise ist, man guckt sich anhand der Adaptionszeit den Zustand des Getriebes an und entscheidet, ist zum Beispiel eine Spülung ausreichend oder nicht. Wenn die Spülung nicht ausreichend ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo der Druckverlust halt herrschen kann. Die sicherste Variante wäre natürlich, die Mechatronik zu zerlegen, die Dichtplatte zu tauschen, die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe zu tauschen und die Mechatronik auf Kompression zu prüfen. Dann wissen wir, wir haben keinen Druckverlust bei den Dichtungen. Wir haben keinen Druckverlust bei der Platte. Und wir haben keinen Druckverlust in der Mechatronik selber. Dann wissen wir ganz genau, was ist in meinem Getriebe los und dass ich keinen Getriebeschaden zu befürchten habe, weil wir haben nirgendwo einen Druckverlust. Wo soll irgendwas passieren? Nur so weiß man, was man hat und hat im Endeffekt ein Getriebe, was lange hält. In dem Fall haben wir hier eine defekte Mechatronik. Wir haben nicht die richtige Kompression zwischen dem Kolben und dem Gehäuse. Wir sollten einen minimalen Wert von 18 haben. Wir prüfen einmal gemeinsam, wie hoch der Wert ist. Das ist die defekte Stelle. Und man sieht zum Beispiel, wir haben hier einen Wert von 6. Das ist die defekte Stelle. Das heißt, wir werden jetzt diese Mechatronik gemeinsam instand setzen. Wir bauen das Ventil einmal aus, beziehungsweise den Kolben, und werden jetzt bei einer Bohrung es erweitern, damit wir das instand setzen können. Jetzt wird der Durchmesser aufgeweitet mit dem Bohrer und danach wird ein Reparaturkolben eingebaut. Wir drehen jetzt und man merkt, das Aluminium fällt hier runter.
So, jetzt haben wir bis zum Ende gebohrt. Weiter geht das nicht mehr. Und jetzt werden wir den gleich ausbauen, reinigen und die Reparaturkolben einbauen. Und ihr werdet sehen, wir haben auf einmal eine ganz andere Kompression als vorher. Das war ja der defekte Bereich. Den haben wir komplett durchgebohrt. Hier sieht man, hier ist auch der Dreck, der da rauskommt, beziehungsweise Metall. Jetzt machen wir das alles einmal sauber und bauen den Reparaturkolben ein und dann prüfen wir das gemeinsam. Das ist der neue Reparaturkolben, das ist sozusagen die N-Hülse. Und jetzt messen wir mal, wie die neuen Werte sind. Ihr seht, wir haben fast 30. Damit haben wir die Mechatronik komplett instand gesetzt. Wir verbauen eine neue Dichtplatte zwischen den beiden Hälften, ne, das heißt eine nagelneue, damit die ganzen Gummikolben alle noch heil sind. Und jetzt haben wir den Druckverlust beseitigt. Wir haben die Dichtplatte ausgetauscht, wir haben hier den Druckverlust, der hier war, haben wir sozusagen durchgebohrt. Die ganzen Gummidichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe werden ausgetauscht, Ventile werden ebenfalls gesäubert und die Gummikomponenten in der Mechatronik, wie zum Beispiel die Kolben oder halt die Puffer, werden ebenfalls gewechselt. Damit das bei euch alles nicht notwendig ist, muss man die richtigen Maßnahmen treffen bzw. durchführen, damit das Getriebe möglichst lange hält. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schreibt uns eine E-Mail und dann können wir euch über die Fernwartung die richtigen Maßnahmen empfehlen oder kommt zu uns nach Hamburg, dann ist das natürlich noch viel einfacher. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.